Jetzt auch noch mal ein kurzer kleiner Tipp. Da, wo noch Wiese steht, da ist auch Rehwild. Und da, einmal wo gemäht worden ist oder frisch gemäht worden ist, da brauche ich mich eigentlich vom Prinzip her nicht hinsetzen. Ja, und auch so kleine Stücke wie jetzt hier, wo links und rechts gemäht ist, ist natürlich ein Magnet wieder für die Rehe. So, hallo Leute. Ja, heute gibt es bei mir Wild Fast Food und zwar machen wir heute Rehbock oder Rehwildburger. Ganz einfach, nichts Besonderes. Burgerpresse, Papier. Dann brauchen wir halt hier, wie man so ein bisschen sieht, einfach nur ja, irgendwas zum Durchdrehen und hier das Rehfleisch. Vom Rehbock
Ich habe es leicht angefroren, weil es sich dann einfach schöner durchdrehen lässt. Und das werden wir jetzt, wie gesagt, hier durchdrehen und da ganz einfaches, schnelles, leckeres Fastfood machen, den Riegel Burger. Ich persönlich mische in die Patties, also in die nichts rein. Kann man dann bei Bedarf auch Schwein noch dazu tun, etwas Fett, weil es ja recht mager ist. Und ja, da legen wir jetzt los. So, und jetzt haben wir hier unser Hackfleisch und da werden wir jetzt mit dieser Burgerpresse einfach unsere Patties formen. Das heißt also, das Hackfleisch kommt jetzt hier rein. Schon haben wir ja, einen fast etwas dicken, aber also guten Appetit, Rehwild, Rehbock Burger. Mhm. Mhm. Geil.